Willkommen zurück zum Fernbus-Simulator. Eigentlich wollte ich euch heute Usedom zeigen, das mache ich auch, aber eigentlich wollte ich euch das im Karrieremodus zeigen. Das funktioniert aber leider noch nicht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch nicht genügend Punkte habe oder dass ich irgendeine bestimmte Stadt noch nicht freigespielt habe oder so. Aber um das dann, um der Ankündigung gerecht zu werden, werden wir heute einfach mal eine kleine Rundtour über Usedom machen. Das heißt, ohne Fahrgäste einfach eine Streckenerkundungstour. Und ich dachte mir, wir fahren mal hier nach Ahlbeck und dann vielleicht noch nach Stralsund oder so. Mal schauen. Das wäre so meine Idee. Und genau, wir können hier schon mal schließen, die Tür. Wir sind wieder mit dem Bus unterwegs, der schon aus den letzten Folgen bekannt ist. So, ich habe gehört, in Usedom gibt es ein großes Problem. Das erzähle ich euch aber gleich, wenn der Bus... Ah, da ist es. Er schlägt uns das Radio vom Media-DLC schon wieder. Oder Multimedia-DLC. Ja, Klimaanlage brauchen wir eigentlich nicht, aber... So. Dann fahren wir mal. Das sieht ja sehr schön aus hier mit diesem Boden. Sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Muss man schon sagen. Und das ist kostenlos. Also dieser Usedom-DLC ist kostenlos. Und es gibt eben abgeschlossene Straßen. Das heißt, es läuft nicht mehr irgendwie ins vor unsichtbare Wände oder so, sondern die Straßen ergeben immer einen Sinn in sich. Man... Hoppala. Das war jetzt eigentlich nicht so gut. Was soll das? Ich glaube, jetzt habe ich... Ah, doch, passt. So. Dann fahren wir mal hier raus. Sieht sehr schön aus. Und machen eine kleine Streckenerkundungstour auf der Insel Usedom. Ich weiß nicht, wie schaltet man das frei? Das könnte man ja dann mal in die Kommentare schreiben. Ich denke einfach, dass ich noch nicht genug gespielt habe im Fernbus-Simulator, weil es ja eigentlich auch gar nicht mein Projekt ist. So, muss ich jetzt... Jetzt muss ich rechts, okay. Na, fahren wir mal nach Ahlbeck. Haben wir es auch mal gesehen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber Karriere ging halt jetzt nicht, ne? Und ich habe es versprochen und deswegen musste ich jetzt diesen Kompromiss wählen. Das ist mir so ein bisschen blöd. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr diesen Usedom-DLC so findet. Ich meine, meckern kann man ja eigentlich nicht, ne? Es ist, wie gesagt, kostenlos und alles, was kostenlos ist, ist ja erstmal cool. Und es ist ja was völlig anderes, wenn ein Payware-DLC erscheint. Das bewertet man ja nach anderen Maßstäben als ein Freeware-DLC, aber bis jetzt... So dieses Kopfsteinpflaster da. Und hier so ein paar Bauarbeitsleuchten oder wie heißen die? So Absperrleuchten. Und jetzt hier so ein bisschen Dings. Ah ja, und es gibt auch Züge, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollen hier auch Züge auf Usedom fahren. Ah, nicht schlecht. Uiuiui. Diese Berge hier. Usedom hat ein großes Wildschweinproblem. Habe ich in der Doku vom NDR erfahren, habe ich mir angeschaut. Es gibt wohl, das Problem ist wohl folgendes, die Wildschweine werden auf deutscher Seite zwar geschossen, auf polnischer aber wohl nicht, oder also gejagt. Und die Einwohner Usedoms sind sehr stolz auf ihre Wildschweine und füttern die immer und auch Touristen füttern die immer. Und deswegen können sie sich unglaublich schnell vermehren und fressen dann da den Bauern auf Usedom die Ernte weg. Ja. Und treiben da ihr Unwesen, sag ich mal. Und sind auch geschickt. So, und das fand ich ganz interessant. Die konnten sich total gut dran gewöhnen und sind total geschickt. Die sind dann natürlich im deutschen Teil nicht so oft, sondern eher im polnischen Teil. Dass sie sich das merken können und auch wissen, dass sie in der Nacht dann im deutschen Teil da irgendwie
Dinge, sagen wir mal, ernten könnt von den Feldern und dann am Tag, das sieht mega aus hier, sieht total gut aus. Und am Tag dann eben sich nach Polen zurückziehen, fand ich schon sehr bemerkenswert. Ja, das zu Usedom, aber jetzt hier, also diese Felder, das sieht total cool aus. Der Fernbus-Simulator wird. Das ist Unreal Engine. Ich meine, die Vegetation kennen wir schon, aber dieses Gras in der Dichte und so, das ist schon nochmal was anderes. Wieso ist das denn abgesperrt hier? Können wir da wirklich nicht? Doch, können wir. Ich will ja nach Albeck. In der Testfahrt kann man das mal machen, würde ich sagen. Das sieht ja echt schön aus. Das gefällt mir. So. Dann schauen wir uns das mal nochmal genauer an. Meine Fahrskills sind wirklich nicht die besten, das weiß ich auch selber. Aber ich versuche dran zu arbeiten. Ah, Moment. Das ist der Bahnübergang. Ja, cool. Kommen hier auch Züge manchmal, oder? Und hier ist dann der Bahnhof. Ja, das ist ja cool. Das sieht schon toll aus. Ja, kann man schon mal machen so. Gefällt mir. Doch, der DLC gefällt mir. Ist jetzt nicht der größte, aber wie gesagt, ist kostenlos. Finde ich eine gute Geste von den Entwicklern. Auch vielleicht so ein bisschen als Entschuldigung für den verpatzten Release. Finde ich gut. Gefällt mir. Von mir gibt es auf jeden Fall ein Like. Ob es von euch auch ein Like gibt, das werdet ihr ja dann nach dem Video sehen. Hier fahren wir noch hier durch Albeck durch. Und dann gibt es da ja auch noch so eine Brücke, die gucken wir uns aber dann, glaube ich, im regulären Let's Play irgendwann mal an. Ich glaube aber, das ist hier von Stralsund nach Selin, ne? Aber die KI hat immer noch Probleme. Man sieht's. Okay, hier ist unser. Unser Busstopp. Mal schön mit Pflanzen dekoriert. Ich wollte mir mal den Bahnhof gerade anschauen. So. Okay, hier wird fleißig gebaut. Ich weiß nicht, wie ist es in echt auch so? Leb gesund und leb vegan. Limonen. 1,99 Euro pro Kilo. Hier sogar Fahrräder. Die sehen gar nicht schlecht aus. Toll, toll, Toiletten. Ach ja. Doch, also wir haben jetzt zwar nur einen kleinen Teil von Selin gesehen. Nicht Selin, von Usedom gesehen. Klar. Aber das, was wir gesehen haben, also ich kann da nichts Negatives feststellen. Die Probleme, die es hier gibt, nämlich die KI-Probleme, die sind weniger DLC-spezifisch, sondern eher allgemein vom Fernbus-Simulator. Finde ich schade, weil sowas macht das Spiel dann natürlich dann immer so ein bisschen kaputt. Aber es hat ja keiner gesagt, dass es nicht vielleicht auch noch geändert wird. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das geändert wird, aber mich würde es auf jeden Fall freuen. So, jetzt können wir zur Feier des Tages auch nochmal tanken. Hat sich die Fahrt auch ein bisschen gelohnt, dann waren wir einmal tanken. Ja. Ja, wir müssen noch ein bisschen. Ich weiß nicht, stehen wir jetzt drin? Oh, völlig vermurkst. Habe ich die Rückfahrkamera irgendwie ein bisschen anders eingeschätzt, als sie tatsächlich war. Mal einmal. So. Ah, okay. Und jetzt können wir hier
Für 2 Euro haben wir jetzt... Okay. Naja, war günstig. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt hier Multimedia-DLC uns mal angeschaut. Waren hier einmal tanken auf Usedom. Haben uns in dem Zuge auch Usedom ein bisschen angeschaut zumindest. Ist natürlich jetzt nicht so viel, wie man das jetzt vielleicht in den nächsten Folgen noch machen werden. Wenn ihr Wünsche, Ideen oder Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr dann auch bei den nächsten regulären Bus-Simulator bzw. Fernbus-Simulator-Folgen wieder mit dabei seid. Ich finde das DLC bzw. den DLC cool. Ich finde es cool, dass sie es kostenlos rausgehauen haben. Dafür ein dickes Like von mir und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sag ich tschüss.